Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, unsere Forscher haben den brutalsten Ort im Universum entdeckt. Der Ort ist noch brutaler als die Politik unserer Ampelregierung. Allerdings fragt man sich, wenn man im tiefsten Weltall so etwas Tolles entdeckt, wie kann einem dann ein paar Planeten in unserem eigenen Sonnensystem entgehen? Irgendwas hängt hier schief. Hier eine Meldung aus der Welt der Reichen und Schönen. Der Oscar geht dies Jahr an diesen jungen Mann nach dem Motto oder unter dem Motto: Mach doch mal ein trauriges Gesicht. Richtig gut gelungen. Eine andere Rubrik ist die, was wir nicht kontrollieren können. Die Meldungen, die wir wirklich nicht kontrollieren können. Hier erfahren wir, dass viele Zuwanderer zu Hause Deutsch sprechen. Auch das ist sehr schön. Die Grünen mischen sich auch überall ein. Und hier kommt eine Warnung. Die fetten Jahre sind wohl vorbei und es könnte eine lange Dürre kommen. Wie nicht anders zu erwarten, ist auch diese Aktion eine Nebelkerze. Wir müssen uns nur mal vorstellen, der Herr Maaßen ist schließlich mal irgendwann von entscheidenden Leuten zum Verfassungsschutzpräsident gemacht, gewählt oder ausgesucht worden. Also es kommt so, wie es eigentlich kommen musste, wie es zu erwarten war. Leute, bleibt wachsam, haltet die Augen offen. Wir müssen uns revidieren. Unser Bundesaußenschnuckelchen ist vielleicht doch nicht so dumm, wie wir alle gedacht haben. Sie stottert zwar ab und an, aber hier hatte sie einen Geniestreich. Sie hat einen tollen Witz gemacht, der viel Intellekt verlangt. Wir vergessen niemals, liebe Russen. Und sie meinte damit bestimmt ihren Chef und dann Bundeskanzler Olaf Scholz. In diesem Sinne, Leute, bleibt weiterhin wachsam, geht auf die Straße, sagt eure Meinung und versucht noch mehr Leute zu überzeugen. Vielleicht klappt's, vielleicht wird's. Wir erinnern uns an Albert Einstein. Das Universum ist endlos und die Dummheit der Menschen ebenfalls. Ich habe das nicht geglaubt, aber jetzt glaube ich es wirklich langsam, dass das so ist. Was ich vielleicht nicht ganz glaube oder wo ich nicht mitgehe, ob das wirklich von Albert Einstein war oder ob der das nur abgekupfert hat, wie so vieles andere auch. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.